Und sie weinen um ihre Toten. So eine tiefe Trauer. Ich nicht. Meine Tränen würden Meere füllen. Ich würde ertrinken, wenn ich sie rauslese. Wir haben 1960. 1960? Ja. Ja. Sie waren 14 Jahre bei uns. Es ist 1960. Ich muss Verbindung zum US-Militär aufnehmen. Ich muss meine Einheit finden, damit sie wissen, dass ich noch lebe. Der Krieg ist vorbei. Er ist vorbei. Kein Militär mehr. Nein. Er ist nicht vorbei. Hier laufen doch überall noch welche von denen rum. Sie haben gewonnen. Es ist vorbei. Das Regime beherrscht die Welt. Sie sind überall, überall. Was ist mit den USA? Die USA, sie... Nun ja, sie haben kapituliert. Kapituliert? Sie haben kapituliert? Wegen der... Bombe! Ach, Atombombe. Sie haben vor 12 Jahren kapituliert, nachdem sie das Regime mit Atombomben angriff. Ja, ja. Na, dann muss ich eben den Widerstand finden. Ich werde mich ihm anschließen. Nein, 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 nein. Es gibt keinen Widerstand. Alle wurden gefangen. Wer noch lebt, ist in Gewalt von Regime. Wer weiß schon, wo sie stecken? Ich bin ausgebildeter und erfahrener Feldkoordinator im Dienst von General Strasse persönlich. Wissen General Strasse? Sie, wenn Sie mich nicht freilassen? Es ist sinnlos, mich hier festzuhalten. Ich werde Ihnen, der Schwester und Ihrer Familie gegenüber milde walten lassen, wenn Sie mich gehen lassen. Sie haben mein Wort. Das bezweifle ich so ein bisschen. Vor allem die Familie hat mich gerade aufgenommen und ich hab den einfach gerade eine goldene Uhr geklaut. Bin ich nicht netter? Was hat der für ein cooles Portemonnaie gehabt? Cool, will ich auch haben. Ich brauche eine Schürze, 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 Schürze. Ah. Mit Leuten wie Ihnen angemessen umzugehen. Ist Ihnen überhaupt klar, wer ich bin? Sie sollten lieber aufhören und mich sofort freilassen! Nee. Eine Schutzbrille bräuchte ich noch. Was ist denn hier? Rüstungsverbesserung! Was liegt alles rum? Eine Brille, Brille. Oh, hier noch eine Axt. Oh, hier noch eine schöne Axt. Habe ich irgendwo eine Brille, Brille, Brille? Könntest du dich bitte umgucken? Ich suche noch nach einer Brille. Brille, Brille, Brille. Ich mach mal kurz. Ach! Da haben wir noch eine. Verstehst du nicht? Du verfluchter Ebbe. Du hast doch keine Chance. Warum hörst du nicht, du Schwachkopf? Digga, ich war in einer Nervenheilanstalt. Was glaubst du, warum ich da war? Ich war bestimmt nicht zu Besuch da, mein Freundchen. Sie sind ein gottverdammter Irrer, verfluchter Mal! Das hast du gut geschlossen, Volker! Boah. Ich verrate Ihnen, wie es jetzt weitergeht. Ich stelle Ihnen eine Frage. Und diese eine Frage werden Sie zu meiner Zufriedenheit beantworten, denn falls nicht, mache ich Sie mit diesem Ding hier einen Kopf kürzer, kapiert? Also gut. Wo werden die Widerstandskämpfer gefangen gehalten? Ich habe keine Ahnung, wovon Sie sprechen. Es gibt keinen Widerstand! Zur Hölle mit Ihnen und Ihrem verdammten Widerstand! Nein! 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 Ah!
Was wollen Sie wissen? Die Widerstandskämpfer, wo sind Sie? Berlin, Eisenwald, das Gefängnis. Aber Sie werden es niemals schaffen. Wir haben überall Kontrollposten. Sie suchen nach Ihnen. Nach Ihnen und der Schwester. Bald werden Sie hier sein. Und dann winseln Sie um Gnade. Hier, fertig, fertig. Sie sind ein wirklich fescher Bursche, Herr Blaskowitsch. Nicht ganz so fesch wie ich, aber nicht übel, nicht übel. Passen Sie gut auf Sie auf. Verstanden? Sonst werde ich Ihnen sehr wehtun. Schon verstanden. Gut. Gut. Los, fahren wir nach Berlin. Wir bitten dich, sei gnädig, Herr. Denn wir reisen über dunkle Gewässer. Verleihe uns starke Füße, lautlosen Atem. Und schütze uns vor dem Sturm. Sie meine Hand! Okay. Marse, nicht sicher! Sie töten die Soldaten! Hier! Ich bleibe beim Wagen! Nein! Unten bleiben! Hier! Mann! Hier! Auf Sie! Töten Sie alle! Jawohl! Oh, kommt dann durch? Mit meinen Freunden anzulegen. Wir haben wertvolle Fracht und müssen einen Zug erwischen. Okay, da. Los! Erschießen Sie sie! Netter Mann! Netter Mann. Wo sind die denn? Wo sind die denn alle? Meter. Hier muss irgendwo einer sein. Kann ich was machen? Ich habe eine Idee. Ich glaube, ich bin richtig. Bin mir aber nicht sicher. Ich gehe aber mal weiter. Okay. Kann man, denke ich mal, machen. Das ist doch Black Ops Scharfschutzgewehr oder was? Bra, ich bin hier, um die Staff zu killen. Easy? Easy? Was? Patient massakriert ganze Anstalt. Ja. Ganz genau. Ja. Also ich war's nicht. Es war der andere. Mein imaginärer Freund war das. Das war Justov. Nee, Viktor Rasnov. Das war Viktor Rasnov, mein imaginärer Freund. Der hat das gemacht. 8-2, warte mal, ich bin Kapitel 8? Oder wieso ist eine 8? Leute, wo kommt ihr auf einmal her? Hä, was? Wow. Ach, Moment, da ganz kurz, danke. Okay.
Was? Bist du da reingekommen? Wie kommt das Ding da rein, Alter? Es senzt sich einfach durch das Fenster durch und ist drinnen. Geil. Geil. Sehr, sehr geil. Scheiße. Ich schau mich gerade um. Ist das schon stockduster bei mir in der Wohnung? What the fuck? What the fuck? Ah ja, es ist ja jetzt schneller dunkel. Ich wollte schon sagen, ich hab doch erst, hab ich angefangen mit der Aufnahme? 18 Uhr, noch was? Scheiße, wann ist das dunkel hier? Fuck, ist das dunkel. Aber egal. Gehen wir wieder hier rum. Dann können wir wenigstens einen schon mal easy wegstealthen. Ohne auf großartigen Widerstand zu treffen. Das ist echt ein bisschen blöd gemacht, finde ich. Geht doch. So, was haben wir noch? Da war hier noch was. Da noch was. Und da war noch was. Und jetzt auch nach oben. Ah, den ganzen Weg noch einmal. Yay. Warte mal, hier muss doch irgendwo einer gewesen sein. Aua. Guckt euch mal die Distanz an. Der muss hier sein. Das Dichter ist hier direkt im Raum daneben. Mal guckt euch mal an, wenn ich hier so stehe. Der ist hier irgendwo in der Nähe. Ganz doll in der Nähe. Oh. Der rennt hier draußen rum. Was? Was? Bin ich doch am Arsch. Bin ich nicht. Hier ist niemand. Ich hab gesagt, hier ist niemand. Sieht aus, als würde ich lügen. Hier ist niemand. Ich darf nur nach oben schauen, wenn ich hier Leitern hochgehe. Sonst hört er auf einmal auf damit. Nice gemacht auf jeden Fall. Yeah! So, hier haben wir jetzt noch ein Scharfschützgewehr. Whoop. Der Alarm könnte jetzt eigentlich aufhören, ne? Ah, gut, wollte schon sagen. Verpiss dich! Auch! Höhle, Alter. Nervige Biester. Haben wir da irgendwo ein bisschen Moon? Oh, es geht ab! Spreut noch ein bisschen Moon! Was? Oh, Digga, kommst du denn her? Wer greift mich von wo an? Ach, die haben hier direkt unter mir eine Basis. Da fuck. Akimbo-Messer. What? What? Karte aktualisiert. Okay. Zurück zum Wagen. Ach, das war's schon. Das war ja easy. Noch ein Messer mitnehmen. Wo wollten wir ja Akimbo-Messer? Ach, alles klar. Kimbo-Messer, Junge, alles klar. Dann machen wir den. Und den. Komm ich hier rein?